Also die Tabelle, ehrlich gesagt, interessiert mich momentan noch sehr, sehr wenig, sondern vielmehr die Punktzahl. Ja. Und wenn man sieht, wie viele Hindernisse wir jetzt gerade in den letzten Wochen noch mal wegräumen mussten, dann ist das schön. Uns hat der Sieg gegen Dortmund unheimlich gut getan. Ja, und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, entscheidend. Wir haben ja ein echten Scheißspiel verloren gegen Hannover, was uns echt sowas, auch mich persönlich, ein paar Tage gekostet hat. Und dann fährst du nach Darmstadt, hätten wir gewinnen können, hätten wir verlieren können, wir machen einen Punkt und jetzt haben wir eine tolle Antwort gegeben. Das heißt, auch solche Sachen können wir wegstecken. Das ist eine Momentaufnahme. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Deswegen freuen wir uns am heutigen Tag. Alles andere werden wir genauso versuchen, weiterzumachen. Pierre hat sich die Kugel aus, die Schulter ausgerenkt und ja, sieht nicht gut aus, weil das schon das zweite Mal ist. Wenn wir Pech haben, muss er operiert werden und wird dann einige Monate ausfallen. Das Problem war, dass der Doc ihm die Schulter nicht einrenken konnte, so wie es in Stuttgart der Fall war. Einfach zu große Schmerzen und jetzt muss man sehen, er hat ihm dann was gegeben, er ist ins Krankenhaus gefahren. Alles Weitere müssen wir dann schauen.